Hey, was geht? In diesem Video geht es um eine Sache, die du wahrscheinlich schon selbst erlebt hast. Eine Sache, die größtenteils in deinem Mindset verankert ist. Nämlich diese Sache, dass zum Beispiel Frauen, die du gar nicht so interessant findest, dich total interessant finden und auch dich anschreiben, dich anrufen, was auch immer, die einfach Kontakt mit dir suchen wollen. Und die Frauen, die du aber wirklich geil findest, die wollen gar nichts von dir. Und das ist eine Sache, ich bin CEO von der Sache, also ich habe die damals komplett durchgespielt und ich habe mich immer gefragt, warum ist das so? Und jetzt über die Jahre habe ich das natürlich abgelegt, aber jetzt habe ich letztens nochmal einen Film gesehen und da kam das nochmal so richtig und ich will gerne mal auf den Film eingehen, vielleicht kennst du ihn sogar. Ansonsten guck ihn dir gerne an, bevor du dieses Video weiterguckst, ist ein sehr geiler Film. Ich habe ihn selbst noch nicht zu Ende geguckt, aber ich glaube, er geht gut weiter. Es geht um 47 Ronin. Ein Samurai-Film mit Keanu Reeves und Keanu Reeves ist da in der Rolle eines Jungen, der von einem Samurai-Kloster oder einem Samurai-Stamm oder was auch immer aufgenommen wurde und quasi großgezogen wurde, aber niemals das Recht hatte, ein richtiger Samurai zu werden, weil er kein Asiate ist, weil er kein Japaner ist, weil er nicht wirklich dazugehört. Und er ist aber der beste Kämpfer von allen. Und weil er der beste Kämpfer und so ein cooler Typ ist, ich meine, das ist Keanu Reeves, Leute, also von daher, hat sich natürlich die Tochter des quasi Königs oder des Hauptmanns in ihn verliebt. Und das ist erstmal die Basic Story. Und dann gibt es diese eine Szene, da kommen die von einem Kampf wieder, Keanu Reeves hat eigentlich dafür gesorgt, dass die diese Mission erfolgreich beendet haben, aber ihm wurde da quasi die Show gestohlen und er musste da klein beigeben und durfte nichts sagen und sie hat das aber gecheckt und danach geht sie eben zu ihm und verarztet ihn und will ihm einfach ein bisschen Aufmerksamkeit zeigen, ne? Und das ist eine Frau, die er richtig attraktiv findet, sie findet ihn richtig attraktiv, aber was macht er? Er sagt, wir können gar nicht zusammen sein. Wir können nicht zusammen sein, weil du hast deinen Platz und ich habe meinen Platz. So ähnlich sagt er das. Und genau das Gleiche denkst du vielleicht auch. Tief im Inneren denkst du, oh, so eine geile Frau, so eine attraktive, so eine coole Frau habe ich gar nicht verdient. Und im Endeffekt wirst du sie auch nicht bekommen, genau deswegen. Und genauso war es damals bei mir auch. Damals war es so, dass ich immer gedacht habe, ja, okay, die einen will ich nicht und die anderen, die habe ich gar nicht verdient. Die anderen sind, man hebt die dann auf so ein Podest, weißt du, dann sagst du, oh nein, die sind so, du hast deinen Platz hier oben und ich habe meinen Platz hier unten und das wird niemals funktionieren. Und das ist die Ursache davon. Das heißt, geh mal richtig in dich und gucke, warum denkst du das? Warum sind die auf einem Podest? Warum bist du unten? Warum fühlst du dich so? Warum hast du diesen Gedanken überhaupt über die Zeit zugelassen? Bist du minderwertig? Bist du wirklich so ein schlechter Typ, dass du das nicht verdient hast? Warum solltest du das Glück nicht verdient haben? Warum solltest du jetzt nicht einfach hingehen und sagen, scheiß mal da drauf. Ich habe verdient, was ich will, nicht was ich glaube zu verdienen. Was viele Leute nämlich sehen, sind immer diese Lügen. Ach, ich bin nur eine 7, deswegen kann ich keine 10 daten. Erstmal so... Es gibt sowas überhaupt gar nicht. Was für dich eine 10 ist, ist für den anderen eine 5. Was für dich eine 3 ist, ist für den anderen eine 7. Was soll das? Warum sollte man das einheitlich einschätzen können? Das geht ja gar nicht. Und dann, warum sollte es auch nur aufs Aussehen ankommen? Und wie sollte man bestimmte Charaktereigenschaften bewerten? Das ist gar nicht, das kann man gar nicht als Spektrum benutzen. Und deswegen solltest du auch nicht sagen, ja, ich habe meinen Platz da und so eine Frau, was auch immer. Das Ding ist, im Leben bekommst du immer das, was du glaubst, was du verdient hast. Es gibt kein, das hast du verdient und das hast du nicht verdient. Jeder kann alles verdient haben. Du musst nur quasi einfach diesen Glauben in dir erzeugen, okay, das, ja Mann, das ist meins und das will ich mir holen. Und wenn du diese männliche Ureigenschaft, dieses ich weiß, wo es hingeht und ich hole mir das, wo ich hin möchte, was auch immer das ist, wenn du das tust, dann wird diese Sache Geschichte sein. Dann werden auf einmal alle sich für dich interessieren. Und ich rede jetzt nicht nur von Frauen, ich meine alle Menschen, alle interessanten Menschen, mit denen du jemals Kontakt haben wolltest, mit denen du jemals gemeinsame Zeit verbringen wolltest, werden Zeit mit dir verbringen wollen. Genauso, wie du es dir gewünscht hast. Einfach nur, weil du glaubst, dass du das verdient hast. Und ich kann dir eine Sache sagen, wenn du dieses Video guckst und so selbstreflektiert bist und dich mit solchen Sachen beschäftigst und willst, guck mal, du sitzt hier und du guckst ein Video, um dich selbst zu verbessern. Wie viele Leute kennst du, die das machen?
Wenn du das machst, dann hast du das selbst verdient. Dann hast du das zu 100% verdient. Dann hast du diese Sache verdient. Und das möchte ich dir jetzt sagen. Hol's dir, geh raus, mach was. Und ja, danke, dass du das bis zum Ende angeguckt hast. Ich bin wirklich glücklich, dass du da bist. Ich bin dankbar dafür, dass du da bist, dass du dir meine Worte hier anhörst. Und ich wünsche dir alles Beste. Wenn du gerne mal mit uns persönlich quatschen möchtest, unten in der Beschreibung haben wir was Neues, nämlich da ist ein Link, da kannst du gerne draufklicken und dir ein persönliches Gespräch mit uns reservieren, wo wir gemeinsam quatschen, gemeinsam deinen persönlichen Dating-Fahrplan ausarbeiten, dass du endlich weißt, wo es jetzt hingehen soll. Ich freue mich, wenn wir quatschen, ich freue mich auf dich. Gib uns ein Like, Abo, was auch immer. Genug Eigenwerbung jetzt. Mach's gut, ich wünsche dir was. Ciao.